Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. So, wir befinden uns immer noch in der Abschlussquest der wilden Stämme und müssen jetzt erstmal den Gyushin berichten, was passiert ist. Ich werde Saige zu dem Wind der Weisheit finden und sofort zurückkommen. Gyushin hat mir die schlechte Neuigkeit schon überbracht und ihr wollt den Schurken Kugane fassen? Ja, wenn wir uns beeilen, sollten wir die Stadt noch vor Nasab Jab erreichen. Für Notfälle habe ich stets meine Reisespinnrad und meinen Reiseamboss dabei. Und ich bin also bestens vorbereitet. Von mir aus kann es losgehen. Es wird ein bisschen eng im Sack mit uns beiden, aber wenn du Saigutsu mit dem Kopf zuerst reinsteckst und mich mit den Flossen zuerst. Jetzt mal langsam, Gyushin. Was genau sollen denn ein Handwerker und ein Gelehrter gegen einen Gegner ausrichten, der selbst Teiro überlistet hat? Es wäre äußerst töricht, sich ohne eine Strategie in diese Sache zu stürzen. Nein, ihr beiden solltet schon mal nach Kugane vorgehen, falls Nasab dort früher eintrifft als erwartet. In der Zwischenzeit werde ich einen unfehlbaren Plan aus den Prinzipien, die in die Liste des Krieges niedergeschrieben wurden, entwickeln. Wir kommen dann so schnell wie möglich nach. Ich habe keinen blassen Schimmer, was diese Prinzipien sind, aber ich werde dir dabei helfen, wenn du glaubst, dass wir Giorai so retten können. Das kann er nur vorhaben. Gut, das werden wir herausfinden. Der wahre Schatz. Es wäre hilfreich, wenn wir eine genauere Vorstellung von Saigetsus Plan hätten, doch wir können nicht länger warten. Also los, wir sollten zum Badehaus Bukayoku eilen. Dann zurück. So, dann warten wir hier mal auf die anderen. Ihr wart ja richtig schnell. Wir sind direkt nach Kugane aufgebrochen, nachdem ich mit dir gesprochen hatte und selber vor kurzem erst angekommen. Konntet ihr etwas über den Verbleib von Nasab herausfinden? Wir haben es geschafft, vor ihm in den Kugane einzutreffen, aber nur so gerade eben. Er hat bereits am Hafen angelegt. Wir haben gesehen, wie Hafenarbeiter ein großes Fass und einen zuckenden Sack von seinem Boot gebracht haben. Was immer er auch vorhat, es ist bereits im vollen Gange. Die Gefangenen, wo hat er sie hinbringen lassen? Am Pier 1 liegt ein großes Schiff vor Anker. Anscheinend wurden Alpa und Giorai dort an Bord gebracht. Ich habe Mset gebeten, die Lage im Auge zu behalten. Ich habe das Schiff bei unserer Ankunft gesehen. Es ist zweifelsohne die Kuroboru Maru. Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Händler namens Kageyama sie vor einiger Zeit für ein ordentliches Sümmchen erworben. Kageyama, sagst du? Und wer soll das sein? Ein Mann, der mindestens genauso verschlagen ist wie Nasab Jab selbst. Er war an der Besetzung von Schloss Kugane beteiligt und hielt den obersten Magistrat als Geisel, während er aberwitzige Forderungen stellte. Doch als er gefasst wurde, hat er sich als das Opfer hingestellt und entging seiner gerechten Strafe durch die freizügige Verteilung von klingender Münze. In letzter Zeit soll er auch bei der Suche nach einer Braut auf diese Taktik gesetzt haben. Anscheinend verwendet er mehr Gil, als die meisten Leute in ihrem Leben sehen werden, darauf, sich die perfekte Frau zu angeln. Eine Braut, Nun, ich denke, damit hätten wir Nasab Jabs ehrenwerten Auftraggeber gefunden. Hallo Theo, ich bin's. Du weißt schon, dein Lieblingsmikote? Unverschämt gut aussehend, Schwarm aller Frauen, zukünftiger Nun des Stammes der M? Nun, ich fürchte, wir haben ein Problem, das deine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Darum habe ich mich mit
dir in Verbindung gesetzt. Es ist äußerst wichtig, dass du sofort davon erfährst. Ich habe, wie von Yomen befohlen, bei der Karuborumaru Wache gehalten und Alpa und Namazu wurden gerade an Deck gebracht. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lange, bis aus unserer Meerjungfrau das Fleisch einer Meerjungfrau wird. Ich würde mich ja gern noch länger mit dir unterhalten, aber es wäre wohl besser, wenn ihr direkt zum Hafen kommen würdet. War das ein Set? Dann ist das unsere letzte Chance. Wir müssen Nasa ein für alle Mal aufhalten. Gut, dann schnell dort rüber. Da gehen wir zum Markt. So, von hier aus sollten wir eigentlich dort hochkommen. Ah, ausgezeichnet. Da bist du ja. Wir müssen uns beeilen. Alpa liegt mir sehr am Herzen und ich werde nicht zulassen, dass sie von ihrem intriganten und übrigens reichlich unattraktiven Schurken zu Hackfleisch verarbeitet wird. Fleisch einer Meerjungfrau. Die Flosse des Philosophen. Und der Juwel der holden Seelen. Damit kann sie mich nicht länger abwimmeln. Sie wird bezaubernd an meiner Seite aussehen. Beim Bankett unserer Hochzeitsfeier. Ich kann es mir bildhaft vorstellen. Es ist mir ziemlich gleich, was du mit den Waren vorhast, solange ich angemessen entlohnt werde. Und wo wir schon bei der Bezahlung sprechen, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir den Handel hier abschließen. Ich muss nur noch ein Stück Fleisch herausschneiden. Vergiss es. Ah, du bist also auch endlich hier. Mal sehen, ob du diesmal mehr auf Lager hast. Yomen! Das war ein mieser Trick. Hattest du etwa Angst, sie in einem fairen Kampf nicht besiegen zu können? Ich ziehe es lediglich vor, meine Zeit mit Gegnern zu verbringen, die eine Herausforderung darstellen oder zumindest unterhaltsam sind. Aber wenn jemand von euch der Meinung ist, er könnte es mit mir aufnehmen, dann haltet euch nicht zurück. Na schön, ich werde dich selbst erledigen und zukomme hier und jetzt zurückholen. Ziel erfasst. Achtung, fertig, los! Okay. Ja. Diese Pfeife, das ist die Saiki Segumi. Wie schade, die Sache fing gerade an ein bisschen interessant zu werden. Aber jetzt muss ich los.
Haha, macht's gut, ihr Wilden des Ostens. Diese kleine Jagd war äußerst amüsant. Vielleicht könnt ihr mich ja ein andermal wieder unterhalten. Diesmal kommt er mir nicht. Als zukünftiger Nun und Freund von Yomin und Alpa kann ich diese Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Man muss mir auf die harte Tour lernen, wie man eine Dame behandelt. Bei den sieben Höllen. Oh, jetzt finden wir also endlich eine ohne Schwarzpulver. Haha, also ob Sprengstoff die kümmerliche Bande des Abenteurers ein zweites Mal retten würde. Tja, das war's dann wohl. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Kageyama seine rechte Strafe durch die Saiki Segumi widerfährt. Das könnte ein Problem sein. Wohin hat sich dieser miese Wurm verzogen? Er läuft zur Kogane Dori. Tero, mir nach. Wir treffen uns dann später im Bukaisenbad. Dort werde ich die Verwundete hinbringen. Wir zählen auf euch. Dann holen wir uns jetzt diesen Kageyama. Nochmal entkommt er uns nicht. So, wo ist er denn? Haben wir ihn jetzt verloren? Du solltest dich schon, Alpa. Du hast doch gerade erst so einiges durchmachen müssen. Es geht schon wieder. Als Hauptmann der Grenzwache Velodyna kann ich nicht zulassen, dass Verbrechen direkt vor meinen Augen ungesühnt bleiben. Da drüben. Was? Wie habt ihr... Nun, das spielt auch keine Rolle. Bis hierhin mögt ihr mir gefolgt sein, aber jetzt ist Schluss damit. Ihr Armen von Kogane, labt euch an meinen Kleingeld. Oh, da liegt ja Geld auf der Straße. Ach Gott. Verzeiht man ja, aber wenn ihr so ein wenig nach links gehen könntet... Fräulein, es ist dringend notwendig, dass wir diese Schurken fangen. Sie hören mir nicht zu. Haha, seht euch an, wie sie mir zu Füßen liegen. Es macht sich bezahlt, reich zu sein. Bitte überlasst es mir.
Du verschwendest deine Zeit, kleine Meerjungfrau. Ich bin der Meister der monetären Manipulation und niemand ist leichter zu kontrollieren als der bettelnde Pöbel. Was hat das zu bedeuten? Nein, mein schönes Geld! Gute Arbeit, aber warum denn ein Fisch? Ich habe vorhin eine seltsame Verziehung an den Gefährten der Masur gesehen. Die fand ich so süß, dass ich ständig drüber nachdenken musste. Das wird mir alles zu fischig. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du dein Schicksal akzeptierst. Ja, ich glaube, für heute reicht es mit dem Fluchtversuchen. Es ist mehr als deutlich, wer jeder Bösewicht ist, der einer Bestrafung für die Verbrechen, die er definitiv begangen hat, entgehen möchte. Wie seht ihr das, meine Freundin von der Saiki Sagumi? Das könnt ihr mir nicht machen. Ich muss doch eine Frau für mich gewinnen und mich an meiner Hochzeitsbarkeit erfreuen. Anscheinend ist die Angelegenheit damit endlich erledigt. Sollen wir den anderen Bescheid geben? Gut, dann jetzt zurück zum Badehaus. Da warten sie schon auf uns. Der Besitzer des Bades war so nett, einen Heiler zu kontaktieren. Aber es sieht so aus, als hätte niemand ernsthafte Verletzungen davongetragen. Und anscheinend gibt es keine bessere Behandlung für Kratzer und Prellungen als die heißen Quellen im Bukaisenbad. Ich denke, wir werden mal wieder hier vorbeischauen müssen. Nee, dann muss ich mich erst umziehen. So. Dann auf zu den heißen Quellen. Dann lasst uns mal da weitermachen, wo wir zuvor so unsanft unterbrochen wurden, oder? Es tut mir so leid, Alpha. Wie bitte? Es gibt absolut nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Weder jetzt noch in Zukunft. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Und dabei habe ich völlig versagt. Dann hat es auch noch ewig gedauert, dich wieder zu befreien. Und selbst das habe ich nicht ohne Hilfe zustande gebracht. Das mag zwar so sein, aber ohne deine Führung wäre die Rettung nicht geglückt. Ganz zu schweigen davon, dass du mich davon bewahrt hast, in Stücke geschnitten zu werden. Du kannst nicht immer alles allein machen, doch ich könnte mir keine bessere Adjutantin als dich wünschen. Alper, ich... Dankeschön. Ich bin natürlich auch allen anderen dankbar. Tero, Kabuto, Gyoshin, Mse... Moment mal, wo steckt denn Mse? Vielleicht zieht er sich noch um? Keine Angst, ich bin's, Mset. Zukünftiger Nun und so. Die Maske habe ich im Meertreiben entdeckt, nachdem Nasa verschwunden war. Wie sehe ich aus? Verwegen? Die schmeiße ich ins Meer zurück und dich gleich mit. Dabei dachte ich gerade, er hätte was dazugelernt. Wenn ich mir die Frage gestattet ist, gestattet sei, Gyoshin, woher hast du denn gewusst, dass wir auf der
Kuroboromaru sind. Oh, das war einfach. Von oben war der ganz leicht zu sehen. Ich wusste doch, dass es keine gute Entscheidung war, den Mikroschi mit alten Pustewolken aus unserem Speicher zu füllen. Das hat bestens funktioniert. Und ich bin froh, dass auch du es gut überstanden hast, Gyurai. Das verdanke ich euch allen. In einem Fass gefangen zu sein, war grauenvoll. Wer auch immer gesagt hat, dass ein Fisch im Fass besser ist als ein Hai in der Bucht, hat ja keine Ahnung. Aber die Tortur war es wert, für die Gelegenheit, diese heißen Quellen gemeinsam genießen zu dürfen. Das ist eine interessante Variante des Sprichworts. Was ist denn das für ein Juwel in deinem Helm? Äußerst ungewöhnlich, ziemlich einzigartig. Das ist die Seele meines treuen Freundes Tsugumo. Sie ist seltener und wertvoller als alle Schätze in der Rubinsee. Nasa hatte sie mir gestohlen und ich bin euch zutiefst dankbar, dass ihr mir geholfen habt, sie wiederzuerlangen. Die widrigen Umstände, die uns zusammengeführt haben, zum Trotz bin ich sehr glücklich darüber, euch alle getroffen zu haben. Ich hoffe, dass wir unsere Freundschaft weiter vertiefen können, nun da wir alle in Sicherheit sind. Dann kommt doch zu unserem Fest. Wir können unsere Freundschaft und unsere Muskeln stärken, indem wir zusammen einen Mikroschi tragen. Wenn ihr jemals in Eorzea seid, kommt nach Alamigo. Die Grenzwache Vedodyna wird euch gerne ein wenig herumführen und ihr könnt natürlich im Castellum absteigen. Der wahre Schatz. Was für ein bunter Haufen. Der Verhältnis zu den Blaupanzern, den Anante der Grenzwacht und den Namazu hat sich verbessert. Sie sehen dich nun als Verbündeten an. So, neue Waren können erworben werden. Und ein neues Emote ist bekommen. Dank dir sind nun die wichtigsten wilden Stämme von Alamigo und des Fernen Ostens durch ein festes Band der Freundschaft verbunden. Gut gemacht. Juhu. West trifft Ost. So, und wie ihr euch mit Sicherheit denken könnt, ist das Emote Spendierhosen dieses hier. Hui. Lassen wir das Geld regnen. Gut, dann gucken wir jetzt doch nochmal überall vorbei, da ja anscheinend neue Waren verfügbar sind. So, zuerst bei den Namazu. So, was gibt's denn da? Eine Namazu-Maske. Oh mein Gott. Und ansonsten... einen großen Namazu-Festwagen. Das ist auch eine Gartenausstattung. Jo. Das war's dann hier. Da können wir also fürs Erste nichts gebrauchen. Dann auf zu den Kojin. So. Und bei denen gibt es... ah, okay, Kojin können wir jetzt auch im Haus aufstellen. Ah, eine Rotpanzerpuppe. Und ein Sabuton-Sitzkissen. Ja, das ist auch ein Begleiter. So, dann einmal hier das Sitzkissen. Stühle sind im fernen Osten mangelbar. Traditionell fällt man sich lieber auf den Boden, aber nicht ohne ein weiches Sitzkissen. Deswegen ist dieser Begleiter unerlässlich für alle Besucher der östlichen Regionen, sofern sie nicht über eine gehörige Portion Sitzfleisch verfügen. Ja, das kommt übrigens nicht mit, ist ja ein Kissen. Und dann haben wir hier noch die Rotpanzerpuppe. Magische Puppe.
Gruppe eines Rotpanzergrutschen. In der Hoffnung, irgendwann einmal mit den Rotpanzergrutschen in Harmonie leben zu können, haben die besten Handwerker der Blaupanzer diese Rotpanzerpuppe erschaffen, als Zeichen ihres Respekts und ihrer Demut. Ja, ist im Prinzip wie die Grüne, nur eben in Rot. So, und dann noch einmal kurz zu den Ananta. So, und was gibt es bei euch Schönes? Ah, eine Qualiana-Puppe. Und ein Ananta-Schatzkästchen. Das ist eine Tischdeko, beziehungsweise die kann man auch am Boden stellen, aber ist eben auch für das Housing gedacht. Das sind diese ganzen goldenen Urnen, die sie überall rumstehen haben. So. Und hier noch die Aufzieh-Qualiana. Ein ehemaliger Soldat der Grenzwache Velodyna entwarf diese Aufziehmarionette, um diejenigen Qualiana zu ehren, die den Mut besaßen, ihre Schwestern zu verlassen und als Mitglieder der Grenzwache ihre Heimat zu dienen. Jo. Gut, dann wäre das jetzt alles erledigt. Die sind jetzt auch auf Rang 9 verbündet. Die auch. Und die sind nur auf Rang 8. Ja, damit hätten wir erstmal alle wilden Stämme abgeschlossen. Unfassbar. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann in Kugane weitermachen. Da gibt es ja noch 2-3 Sachen. Ja, eigentlich genau genommen wirklich 3. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge, denn es gibt hier eine blaue Quest und hier 2, wobei eine davon dieser erfahrene Dichter ist. Den werden wir einfach nächstes Mal kurz anquatschen, um zu erfahren, was der uns so zu erzählen hat. Und dann kümmern wir uns um diese blaue Quest hier, notleidende Künstler. Gut, dann ja, bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Sind gekommen und gegangen. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der sich gegen den Sturm stellte. Auf den mutigsten aller Krieger. Den Krieger des Lichts.